kannst nicht mal sehen, ich hab so schlechte Augen, ich kann nicht helfen. Ich sehe nur die Umrisse, ich sehe nur meine großen Ohren. Ah, der alte Mann. Was geht ab, meine Freunde? And welcome back beim Team Elevator. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind heute mit einem etwas spezielleren Video für euch da. Eigentlich ein kurz und knackiges Video, wie ihr eben gesehen habt. Vorerst eine riesige Ankündigung. Heute, dementsprechend Donnerstag um 20 Uhr, hat Fitness Oscar Humanity seinen ersten, wie sagt man, Release. Ja, first Release. Seine erste first Kollektion. Seine erste Kollektion seiner. Ich weiß nicht, das ist ja keine Sportmarke. Okay, vorerst sind ja nur Stringer online. Das könnt ihr aber auf der Seite sehen. Die blende ich irgendwo hier ein, in der Beschreibung. Ihr werdet die überall sehen auf jeden Fall. Genau. Das vorerst nochmal auch von hier von uns aus. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Also wir wünschen der Oscar auf jeden Fall hammerheftigen Erfolg. Ja, aber das wird der rocken. Ich denke fast, es sind Selbstläufer und wie gesagt, schon im Post habe ich das erwähnt, es geht hier nicht um die um das Textil an sich, sondern einfach um den Mindset, der dahinter steckt. Ja. Und darum geht es halt, deshalb Leute, wenn ihr sagt, oh, es ist nichts Besonderes, klar, Strength gibt es alle mal, aber es geht darum, was quasi Oscar damit bewirken will und ich glaube, das ist so der Mindset, der da gesetzt wird mit Humanity, deshalb schaut gerne auf der Seite vorbei, wenn es euch gefällt. Nutzt nicht unseren Code in der Beschreibung. Und am besten gleich 10 Stück kaufen. Genau, wir haben gar keinen Code. Von daher, easy. No money für uns. Gratis Support, auch wenn die Abonnenten uns alle Oscar bestimmt kennen oder von Oscar alle zu uns gekommen sind. Ja. Genau, so oder so. Im zweiten, was wollten wir machen? Wir wollen ein Q&A machen. Dazu haben wir nochmal jemanden eingeladen. Da könnt ihr jetzt nochmal, kurz nochmal die Worte von dem guten Mann lauschen, der uns bald in Hamburg begrüßt. Oh, was geht ab, Freunde? Hallo und herzlich willkommen bei den Fitness Elevators aus dem Corner raus. Ja, was haben wir vor mit euch? Und zwar, wir sammeln jetzt Fragen unter diesem Video. Stellt uns Fragen, stellt uns sehr viele Fragen. Den Rest erklärt euch jetzt Tapir, warum überhaupt. Genau, meine Freunde. Also relativ simpel, gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, wie es Manu schon angesprochen hat. Möchten, wie gesagt, unser erstes Q&A starten. Wir haben viele Anfragen bekommen. Bei Instagram Direct habe ich vieles bekommen. Ja. Immer wieder bei Facebook erreichen uns auch einer, macht doch mal ein Q&A. Uns werden ja auch viele Fragen unter unseren Videos gestellt. Die beantworten wir auch komplett alle. Ja, auch schaffen wir das. Genau, Fall. Ist gar kein Thema. Genau. Aber es gibt gibt's immer Fragen, die sowieso immer aufkommen. Die wir schon oft beantwortet haben, bestimmt auch schon in unseren Videos zu hunderte Male. Aber ich glaube, interessanter sind halt eher die Fragen, so die aus der Reihe fallen. So. Ja. Ich glaube, dafür sind wir halt auch eher genau. Also wir sind da sowieso offen für alles. Das bedeutet, stellt eure Fragen unter diesem Video in der Beschreibung, haut das Video voll. Genau, haut es voll. Und am Wochenende drehen wir dann halt, das bedeutet Arne, ich und Manuel zu dritt ein Q&A für euch ab. Das heißt, ihr könnt die Fragen an uns drei stellen. Ich denke, da stimmt Manuel uns soweit zu. Genau, da stimme ich natürlich zu. Wird auf jeden Fall eine geile Sache, wie gesagt, haut die Beschreibung voll, stellt Fragen, welche ihr wollt. Egal welche. Ja, wir probieren möglichst auf alles zu antworten, möglichst, wenn es nicht irgendwie zu heftig wird. Ja, das war's eigentlich. Das war eine kurze Ankündigung. Ach, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, Manuel kommt am Freitag. Friday, 18 Uhr landet der gute Mann. Wer ihn antreffen will, kommt alle im Flughafen. Fußbündel, 18 Uhr, Gate. Yo! Keine Ahnung. Findest du bestimmt super sexy, Manuel? Oh ja, sehr sexy. Mit Schild. Der Berko. Easy. Also, wir sind dann am Freitag auf jeden Fall auch im Gym. Ja, genau. Freitagabend im Gym, im McFitness wahrscheinlich, Steilzob. Und Samstag dann um 15 Uhr im Gym. Hamburg, Steilzob. Kommt gerne alle vorbei. Alle vorbei. Ja, alle Gym vorbei. Stören. So ist es. Auseinandernehmen. Jetzt haben wir es offiziell nochmal gesagt. Weil uns erreichen wirklich viele Nachrichten. Wir finden es geil. Also ich finde es enorm. Das ist krass, ne? Wie viele Leute dabei sein wollen. Auch da nochmal Props an Manuel. Du bist eine fucking Berühmtheit, Mann. Die Leute wollen dich kennenlernen. Die nerven uns, verdammt. Wir müssen das alles koordinieren. Wir bekommen kein Geld dafür, für diese Manager-Aufgaben. Fitness Elevator Management. Deshalb, bevor das Video zu lang wird, schließen wir das hier ab und wir freuen uns, euch am Wochenende zu sehen. Wir freuen uns auf eure Fragen und bis zum nächsten
Video oder am Wochenende. Bis zum Wochenende. Peace.